Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Erlen, gerade immer des neuen Snipin DLC zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Hallo! Ich bin dabei, glaube ich, meine letzte Fuhre, war es die letzte Fuhre? Es ist wieder ein Tag her, wenn wir zu den Stauf genommen haben. Die letzte Fuhre Heu abzukippen. Ich muss kurz mal Licht anmachen, dass wir irgendwas sehen. Da vorne wird fleißig gearbeitet. Ich lass dich vorausfahren. Ich muss rechts. Ehrlich jetzt? Ja. Oh, das war... Du willst mich doch verarschen, ey. Ja, geht. Ja, doch, nee. Wir haben nur die Wiese neben unserem Hof. Und, ja. Man kann zwar viele Wege nehmen, um an die Wiese ranzukommen, aber... Ich steck fest. Oh. Ja, also man soll sich einen befahrbaren Weg haben. Ja. So, ich mach nochmal kurz die Runde. Philo und Philo. Geile Beschreibung. Zwischen Hofstil und du, Fahrstilo. Reinfahren. Ja. Hat nicht so geklappt, sagst du. Da liegt nur die Bahn, die kannst du mitnehmen. Hallo. Ich seh halt nix. Ist da hinten noch was? Nee. Also wir können eine Kurve machen und gucken, ob wir da hinten da hoch wieder hochkommen. Das ist ein Blümchen. Blümchen. Steier? Ich will es ja nicht sagen, aber... Also ich hab's geschafft. Junge, da kommt niemand mehr vom Fleck. Was ist das denn? Mama mal. Ich glaube, da verbuggt sich teilweise VCA ein bisschen. Ich kann halt nicht mehr wegfahren, ohne dass er abstirbt. Kannst du vielleicht ein bisschen wegfahren? Komm ich da durch? Ja. Mehr oder weniger. Die Anhängerkupplung musste ein bisschen leiden vom Fassel, aber ja. Kann man auch nicht immer vermeiden, ne? Es ist wie es ist. Ist überhaupt was geladen? Nee, ne? Nö. Oh, wow. Eieiei. Ein bisschen Radio. Wie viel Stunden hast jetzt du dann? 13,6. Och man, ich hab 12,2. Wär ich mal mehr beim Hecken mitgefahren? Ich darf ja nicht durchfahren. Ich muss erst mal mein Gespann waschen hier. So. Also ja, wobei es könnte. Ne, wobei das ist noch sauber. Können wir da eigentlich einfach reinstellen. Ein bisschen weiter nach rechts. So, ansonsten ist ja alles wieder schwierig. Oh, die Schriftzeichen sind wieder grün. Oi. Ja, noch ein bisschen hinter und dann passt das auch eigentlich. Ich muss ja auch mal wieder gucken, dass das ganze Gras in der Halle ist, sondern eigentlich sollte es daneben sein. Die guten Steier. So. Den haben wir geparkt. Machen wir mal wieder eine Gruppe hoch. Auch schön von innen durchwaschen. Stell ich mal ganz kurz hier hin. Wenn du so nett wärst, kannst du mal, wenn du Lust hast, da gleich mitmachen. Aber dann machst du nicht aus. Nö. Hätte ich mir schon gedacht. So, ich fahr jetzt mal den Kollegen hier und nur zum Händler wieder, wo er hingehört. Weil da gehört er viel leicht. Ja, ist er. Der gehört ja leider an die uns. Ich hab aber mir leisten. Ha! Warte, ich mach dir noch nass! Nochmal. Da glänzt er. Es ist 1 Uhr nachts und 4 haben nichts mehr zu tun. Das ist so ein scheiß Fahrzeug vom Händler zu waschen. Und um 1 Uhr nachts dann mit einem Steier mit 100 Dezibel oder so durch die Innenstadt zu brettern. Perfekt! Die Leute werden sich bedanken, Alter. Gibst halt nicht 100% Knallgas, sondern bloß 99%, geht auch. Ja. Ich geb 200 Gaspedal durchgetreten bis abbricht, Alter, let's go. Oh, viel Kreis ist dran, wo dumm läuft das. Aber der ist aber noch nicht viel gefahren, der Steier hier. Mann, so sauber wie der jetzt. Was, deiner? Deiner. Bin ich gerade im Waschen. Meiner war dreckig.
Über die Motorhaube. Ha! Was hat, was hat man denn für gute Reifen? Michelin? 45 vorne, 650 hinten. Was haben ich? Mitas. Ich hab 650 hinten. Die gleichen, oder? Aber die Tankstelle hat offen. Aber die hat immer offen. Wie sieht's bei der Konditorei aus? Die hat auch offen. Warum sind da meine breiter als wie deine? Weil du vielleicht kein Schutzblech dran hast. Boah, ne. Das deswegen so aussieht. Ich hab vorne Schutzblech, also. Echt? Seit wann das? Schon immer. Den packen wir mal da hinten dann, würde ich sagen. Den B-Truck hast du gewaschen, oder? Nö, der steht noch am Ding. Also ich hab den halt. Ne, ich hab doch durch den. Achso, aber gewaschen nicht. Nee, ich hab den gewaschen, aber nicht getankt so rum. Also weil das Gewicht da komplett dreckig ist. Das Gewicht hat zählt nicht mit, Hauptsache der Betrag ist sauber, passt schon. Du machst doch welche Sau wascht Gewicht. So, Steier aufgeräumt, wunderbar. Und das war dann natürlich. Ja, dann haben wir das, ist so weit. Jetzt müssen wir nochmal gucken, was gibt's noch, gibt's noch irgendwas zu tun? Das ist seiner. Ich bin gerade dabei, deinen reinzuräumen, geflogen. Ah, ich seh. Oh. Du bist wieder doppelt da, Hilfe! Oh nein! Hallo Fake Philipp. Wie geht's? Katze! Wieso? Der sneakt und läuft mich an, Hilfe! Ich bin weg. Ja, gibt's noch irgendwas bei die Schäfchen? Ja, passt. Ah, warte, genau, das kann ich nochmal schnell machen. Und zwar, genau hier. Da wollte ich ja nicht hin. So. Da machen wir uns mal auf den Heimweg. Aber ich oh Gott, das war eine späte Entscheidung, aber ich will unten rum. Sollen wir schlafen gehen? Du wolltest noch düngen, gell? Genau, stimmt, da war ja was. Ich hätte jetzt glatt vergessen. Jetzt nur Flo, wieso ist hier ein Arsch nach unserer Mülltonne? Was ist? Komm mal her. Wir haben eine Mülltonne? Komm mal her zum Hauseingang. Ja, warte, ich bin gleich da. Hab's fast. Mit was fahrst denn du? Mit Weidelmann gerade. Ach so. Weil wir den Morgen, wenn wir dann demnächst brauchen, wenn es wieder morgen ist, brauchen wir den zum Schäfchen sauber machen. Und zum Paletten rausziehen. Deswegen bin ich den gerade noch am Heimfahren. Wie geht's eigentlich den Schäfchen? Ja, 1:10 ist auch hier noch relativ viel Verkehr, du. Aber ja, okay. Da ist ein Krankenhaus. 98% Produktivität. Ja. Also wenn es unseren Schäfchen nicht gut geht, dann weiß ich aber auch nicht. Wir haben wieder eine volle Wollenpalette. Die habe ich schon gesehen gehabt. Ah ja, schön hier ist alles wunderbar. Runtergerückt. So ist da gerade Licht? Egal. Wir bräuchten vielleicht mal mehr Schäfchen. Ja, das hat man ja schon vor langem angesprochen. Wie viel haben wir denn? 26, wie viel passen denn rein? 50 haben wir gesagt, gell? Mhm. Na doch, glaube ich, 50 muss dann reinpassen, aber dann ist Stich im Stall. Warte, da war er. Schafweide. 50 Stück, ja genau. Gibt's noch irgendwie so schöne. Bin wieder am Hof. Ajo. Warte, ich park den mal ganz kurz hier. Oh, hier stört er normalerweise nicht. Aber ich kann eigentlich einmal sauber machen. Wenn ich jetzt hier bin. Kommt da. Ja, geht was rein, wunderbar. So. Ja, allzu viel war es jetzt nicht. 50. Ja, okay, 50 Liter. Einmal drehen hier, dann können wir uns.
Oh, geht, zum Glück ist das so gut. Darf ich für 20.000 Euro einen Hühnerstall kaufen? Was, ein Hühnerstall? Ein Hühnerstall. Dann haben wir frisches. Dann gibt's bei uns immer frischen Cockel. Eier. Aber dann müssen wir. Aber ich glaube, das wäre doch eher schlauer, wenn wir dann frische Henne machen, als wir frisch Goggel. Warum? Sonst müssen wir immer wieder einen neuen Goggel kaufen. Ja, Huhn heute. Geht gerne. Geht gerne. Sie haben das Lied angelassen. Och man, die so. Gute Batterie. Ich sei noch drin. Ja, okay. So und dann haben wir auch immer frische Wolle, wo wir uns. Wo meine. Unsere Oma. wo wir dann. Da, wo wir dann am Sofa hocken vom Fernseher und stricken. Oh nein. Oh nein. Schaffleisch, Lammfleisch, keine Ahnung. Ich komm mal mit. Achso, ja, du warst irgendein Waschbär, eine Mülltonne oder irgendwas, hab ich verstanden. Was für ein Waschbär? Baum auf einer Mülltonne. Also, Baum auf einer Mülltonne. Was, ein Baum auf einer Mülltonne? Ein Stück Queen auf der Mülltonne. Achso. Ich glaube, das habe ich da mal hingelegt. Wegen unserem Hund. Oh. Wo ist er überhaupt? Wo ist das Hundchen? Der hat volles Fresschen, aber er ist nicht da. Ich geh mal schlafen. Scheiße, der ist weggelaufen. Nee, warte, wir müssen düngen. Oder wir wollen. Ein und nacht, Flo, bist du verrückt? Ja, okay, dann lass pennen. Ich häng vielleicht Hilfe. Warte, 1 Uhr, dann schlaf mal 5 Stunden. Ja. Abgefragt. Ja. Okay. Ich glaube, es wird noch. Oh. Oh, ich hab's vermisst, Leute. Ich hab's vermisst. Endlich mal wieder ein bisschen Licht hier. Wie sehen unsere Wiesen aus? Ja, man kann sie düngen. Gut. Dann. Schnaube ich mir mal. Nee. Wohl, nee. Ja, nee, nee, nee. Gut, ich sterbe. Ich schnapp mir den kleinen Steier und schick den zum Pflügen. Pflügen? Es braucht Pflügen. Unser Feld braucht Pflügen. Jetzt hat der sich den kleinen Steier gemobbt. Mann, das ist ganz gut. Dann nehme ich einen Führer. Warte mal, wo ist denn unser Dünger? Ah, da. Ist da überhaupt Dünger drin oder ist da noch kalt drin? Wer hat denn den Schwaden nicht abgehängt? Flo? Was, ich hatte den überhaupt nicht. Das ist schon mal, der Schwaden ist ewig her. Beziehungsweise ich hatte einen Vierkreisel. Ach, natürlich, es ist kalt drin. Wer jetzt gedacht? Da kann ich aber die hier, was da hinten stehen, gleich nochmal schnell mitnehmen. Wenn ich schon da bin. Warten wir uns kurz. Bleibst du stehen? Jetzt. Ich stehen noch Dünger Big Bags rum. Ja, ich weiß. Das wäre tatsächlich auch noch eine Aufgabe, was wir machen müssten mal. Och mein, jetzt steht der Pflug hinten drin. Und zwar eine Dingens machen. So eine, oh, wie sag ich denn am besten dazu? Ein Regal hinstellen, wo wir unsere Big Bags reinhauen können. Wir können es ja natürlich auch oben reinhauen. Wo meinst du oben? Auf dem Pudel oben. Hauptsache, ne, wir haben so einen Kuhstall und überlegen, was den Schaf- und Hühnerstall zu bauen. Ja. Das geht noch nicht. Kann man eigentlich. Das ist jetzt. Ne, das glaube ich, haben wir schon mal ausprobiert, gell, ob man Zeug bei uns ins Silo reinhauen kann, Dünger oder so, aber es geht nicht. Nee. Nee, geht nicht, nee. Geht nicht. Leider geht's nicht. Oh, okay, vom Düngerstreuer. Könnte ich, oder vom Streuer an sich könnte ich sowieso nicht ins Silo überladen, also. Das ist schon mal hinfällig. Den guten Dreischarer von Pöttinger. Jo. Gute Dreischarer. So. Dann laden wir das Ganze. Dann wollen wir halt noch ein Stück zurück. Weiß jetzt zwar nicht, wieso jetzt da nicht genügend Platz sein soll. Wow, ein Big Bag jetzt gescheitert. Perfekt. Wow, wer hätte es gedacht? Und wahrscheinlich ist das noch so ein Big Bag, wo so 90 Liter drin sind. So ein Liter. Ey, ohne Scheiß ist mir auf der Playstation wirklich mal passiert. Was mit einem Liter? Ey, jo. Ja. Das ist auch teilweise der Bug, dass teilweise
so 1 Liter oder so oder 1% noch im Tank oder im Hänger oder was auch immer drin bleibt, wenn man nicht rausgeht. Keine Ahnung, was das liegt. Habe ich die Range, dass ich... Oh, kann ich sogar. Das müssten ja jetzt dann alle Dünger-Bigbags gewesen sein, die wo hier stehen. Alles da hinten ist alles Kalk. Ah, da vorne steht noch Dünger. Dann nehme ich den noch gleich mit. Ja, geht. Nehmen wir den noch kurz mit. Machen wir eine Lichtstufe an. So, passt. Deckel drauf, 95% drin. Das wird eine Zahlung rein. Oh Gott. Eieiei, kurz mal nicht aufgepasst. Wenn wir mal wieder zur Konzentration hier ein wunderbares Summer Edition Red Bull nehmen. Ich habe jetzt mal das Grüne probiert. Mara, nee, warte, was ist? Und ich habe Crazy Wolf Tropical Guave Geschmack. Was, kein Red Bull? Das geht auch nicht. Das ist auch... So, wenn man... Also... Vergesse ich immer, wenn man den aufklappen muss. Halt den Schieber da hinten. Was wäre denn jetzt noch? Achso, jetzt wäre noch das Rad runter. Das kann man... Ja, perfekt geht. Und düngt auch. Wunderbar. Kann sein, dass ich vielleicht viel Spaß unsere... hier. Also ich lasse den Helfer jetzt mal hier pflügen, gell? Ja. Viel Spaß. Kann vielleicht sein, dass ich unsere Schäfchen mitgedüngt habe. Aber nur vielleicht. Da produzieren sie besser. Mach mal einen Hühnerstall für 20.000. Ja, aber wir müssen nur reden, wo wir den hinpacken. Also meine These wäre halt eben da hinten, wo... Hinterm Kuhstall, da ist so eine riesen Wiesenfläche, da wo die ganze Zeit irgendwelche Big Bags draufstehen. Ja, genau. Wo wir eh nicht abmähen. Da hätte ich halt von kleinen Schafstall noch hin geballert und so. Ja, da würde ich tatsächlich den Hühnerstall irgendwo in der Nähe vom Wald hin machen. Oder warte mal, ich bin ja direkt beim Hof unten, da kommen wir ganz kurz, kommen ganz kurz nochmal einen Hof hin. Und dann können wir uns das schnell angucken. Wer hat denn hier 50 Liter in der Schaufel drin gelassen? Mann, Mann, Mann. Das war das, was ich für die Schaufeln weggeholt habe. Ja, warum hast du das nicht mal aufgeklärt? Ja, weil wenn wir vorgespult haben, muss ich sowieso nochmal sauber machen. Ich glaube, ich die Schaufel einfach da stehen lassen, ohne sauber zu machen. Ja, okay. Wo ist denn der Ballspieß? Der steckt da oben in die Ballen, den über den Kuhstall hast du doch reingesteckt letztens. Ah ja, genau. Weißt du, ich frage noch so, den werden wir doch safe vergessen da oben. Du sagst, nein, nein. Drei Folgen später, wo ist der Ballenspieß? Oh. Und ich hab's weggemerkt. Ja, ja. Ja, immerhin einer weiß es. Immerhin oh, einer weiß, wo drin ist. Warum machst du denn das Allrad immer aus? Hm? Du machst das Allrad immer aus. Ja, mach ich automatisch. Weil ich Alter nur einsetzt, wenn der durchscharrt. Wobei sag ich beim. Ne, ist auch nicht geil. Beim was? Hauptsache ich frag so, wo ist denn der Beinspieß und fall an, das ist da mit Kalk. Hä? War das mit Kalk? Ja, da hinten ist eine Wiese mit Kalk. Ach so. Hast du mal Kalk abgeladen? Ja, vorher gerade. Immer lässt du überall was stehen. Mann, 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 dieser Florian. Immer wird man hier gemobbt, wenn man so ein Zeug macht. Beim Düngen sollte man ja auch einfach drin haben oder so. Beim Düngen? Ja, beim Düngen. Okay. Jetzt wird das wieder Kalk. Schafft er. Okay, steiger hoch. Mich mag es, du schaffst es. Oh, ja. Okay, der kleine Steier zieht hier ohne Probleme hoch, also. Das muss ich nur auffallen. Okay, du bist da hinten. Weil das Leder Kalk schafft er. Ja, ja, das ist glaube ich jetzt nicht das Problem. Ja, weiter, Mann. Ach, hier vorne ist auch noch Dünger. Ja, ja, oh. Okay, Allrad rein, Spelden rein und dann hoch da. Aber ich habe halt ein Problem die ganze Zeit. Wenn ich schaff, ne. Wieso hebt ihr wieder von alleine auf? Das kann ich dir auch nicht sagen. Was meine ich jetzt, Traktoren oder sowas haben eine Parallelstellung oder sowas oder eine automatische Parallelstellung zum Boot, ne? Was haben wir eine automatische Aufheb-Dingsbums?
Hat auch seinen Vorteil, du kannst aufheben und aufsteigen und er hebt alleine auf. Weiß jetzt zwar gerade nicht, wo man das gut einsetzen kann, aber... Jetzt ist der Tank leer! Was? Mich geht noch. Ma! Als ob der Tank jetzt leer ist. Ja! Hä, wie viel hat der so schnell verbraucht? Der war bloß nur noch viertel voll, weil ich genommen hab, ich Amy. Hä? Bei mir war er nur dreiviertel voll. Echt? Hä? E-Mobilität lässt grüßen. Hat einfach über die Nacht den kompletten Akku verloren. Hauptsache das Licht geht noch. Hä? Na gut. Extra Batterie. Oh nein. Also ich muss eigentlich gar nicht so weit rüberfahren. Ach ja. Ich drehe noch so meine Runden, aber meine lieben Leute, wir sind dann tatsächlich für die heutige Folge auch schon wieder fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen für ein Träumchen und kostet auch keinen Cent und den roten Knopf drauf, wir haben Fahrer nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und das war von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erde und gerade immer letzten als Snipe.de zusammen mit Philipp und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao. Ciao.